Ah, und die hinteren sind wieder frei. Ich kümmere mich um die kleinen Viecher. Oh Gott. Danke. Ja, aber auch noch nicht. Kannst du ja hinten noch zumachen? Okay, nee, ist so. Passt schon. Also hier hinten werde ich mich hinstellen. Hier werde ich kämpfen. Okay. Ich stelle dir mal vor, ja, perfekt. Ich stelle einfach da irgendwo einen Block hin. Ja, passt doch. Wow. Ja. Ich werde dir mal provisorisch eine Gatling hinstellen und upgraden. Okay. Die Kanone macht keinen Sinn, weil die hier kaum Schaden machen würde, aber okay. Weil das war als nix. Ja, klar. Der Simon hat sein Geld noch, aber egal. Boah. Ich hab jetzt schon eine Gatling reingepumpt. Ja, von mal was? Ja, die starten bei Corby schon. Also. Nein, lassen sich halt noch was Zeit. Ah, aber sobald die auf dem offenen Feld sind, laufen die alle Richtungen frei herum. Ich komm dir mal helfen. Ah, jetzt starten sie bei uns. Die bringen sich hier aber selbst in direkt an. Ja, also kein Problem. Geh lieber irgendwie den Markus helfen. Okay. Geh lieber nach oben. Okay. Ich schaffe es hier locker. Bin durch, komm zu euch. Wie viele sind das? Ein paar. Da kommen von mir auch ziemlich viele durch. Sind die alle recht schwach mittlerweile. Kern, Kern. Right, focus this time. Und es sind kein Ende. Jo, kein Zeitlimit. Schön. Kern ist vor vollem Leben. Ah, sehr gut. Okay. Spucker von unten. 12 Stück. Ja. Von der Seite meine ich, sorry. Hier sind nochmal 5 und da sind nochmal 6. Ganz, ganz viele also. Also nur Spucker irgendwie. Nur Spucker und ein bisschen was Kleinkram. Gut, das heißt, wir werden uns alle für die Spucker opfern müssen, weil wenn die sich dem Kern nähern, war's das. Obwohl war's gar nicht, das war ja nur. Von unten und oben kommen auch Spucker. Ja, haben wir doch auch schon gesagt. Jo. Ich merke gerade, ich werde mal meinen Minenturm hier hinstellen. Stimmt, den haben wir doch gar nicht. Und mal schnell noch einmal upgraden, weil ich dafür genug Punkte habe. Zeit, um zwei Minen hier außenrum platzieren. Oh Gott, wir brauchen 20 Türme, um rechts mit unten zu verbinden. Okay. Oder. Na, wir kriegen ja jede Runde 9 Türme. Oder wie war dein Plan? Dein Plan war ja nicht rechts unten, da oben. Ja, eigentlich war es ja rechts, ne, andersrum, unten rechts hoch. Boah. Jetzt nochmal unten hoch rechts, also geht auch. Ja, müssen wir dann mal umbauen. Nö, es ist ja alles in Ordnung. Du hast ja noch die zwei Bases. Kannst du die vielleicht zu mir packen, weil ich muss hier mit 12 Spuckern und einer halben Kurve auskommen. Danke. Jetzt kann ich mit 12 Spucker noch eine Dreiviertelkurve auskommen, das ist viel besser.
pack hier einfach noch eine Gatling hin. Spucker kannst du aber ziemlich gut bodyblocken. Ja, ich... Weißt du, Sky ist nicht gerade Tank. Klar, ich mach das schon. Also, wenn ich ein paar um mich rum hab, hüpfe ich hin und her, schieß drauf. Aber bei 12 Stück... Obwohl, ich mach das einfach so und dann stelle ich hier noch ein... Ja, ich sollte das hinkriegen. Ich hab noch 66 Kohle. Du kannst bei mir noch eine Gatling aufrüsten. Jo. Mir fehlen noch 15 Punkte hier. Treffe ich dich von hier? Ja. Na voll. Okay, dann mal weiter, hm? Ja, ich geh wieder unten. Okay. Bereit ist so ein schönes Wort, was irgendwie. Bereit. Ich gehe wieder nach oben. Ja, anscheinend kommt unten schon. Ach, du hilfst mir hier. Aber du siehst, ich halte hier gerade alle so ein bisschen mit meinem Körper hier direkt vor den Gatlings. Das ist eine perfekte Taktik für mich. Ja, das ist halt gut. Nur eben, du siehst 12 auf einmal, das ist sehr ausgeweicht. So, ja, bei uns kommt jetzt. Ja, geh hin. Und das schaffe ich hier locker. Ja, sind da nicht mehr viel. Eben. Hallo, hat sich einer nicht vorbeigeschlichen? Kann nicht wahr sein. So. Komm mal. Ach du Heilige. Du bist schon fertig schon? Ja, klar, ich kann noch kurz. Ich meine, Markus. Nein, nein. Du bist rechts. Ja, ich denke immer, dass ich unten bin. Fast. Unten kommt jetzt nichts mehr. Okay. Hupka. Oh doch, ein Spucker. Ah. Zwei Kampfläufer rechts und boah. Drei Kampfläufer. Und Flieger, okay, Flieger macht mal Aquas. Okay. Das magst du doch so. Ja, sind ziemlich einfach. Ansonsten hätte ich gesagt, ich mach die Flieger, weil die Kampfläufer da ist es einfacher, wenn du weniger Schüsse setzen musst. Naja, muss man halt auch treffen. Ja, aber treffen, da vertraue ich Markus. Ja, bei Kampfläufern schon. Du meinst, wir jetzt in den Trenchen, wo die so richtig nur mehr wackeln, das wird schon schwierig. Okay, wenn du meinst. Es ist so, ich muss nämlich freies Schussfeld haben. Da ich so streue, müsste ich hinter euch stehen und dann treffe ich mal nur euch. Ich treffe Läufe auch ins Rote, wenn ich hinter euch stehe. Springe ich immer, also das ist kein Ding. Naja, okay. Ich hab irgendwie keinen Bock auf die Runde. Ja, die wird ein bisschen doof. Achso, ich wollte gerade sagen, ich bin ja lange nicht fertig. Die Türme sind bei dir unten, glaube ich, gerade ein bisschen wichtiger. Ja. Wir können kurz stehen. Da. So, wir können noch 5 Türme bauen. Irgendwie plädiere ich stark für einen Kanonenturm, der irgendwie noch Möglichkeit zum Kern reicht. Ja, warte. Raketenturm, tut mir leid. Machen wir es halt gleich so. Platzieren halt hier gleich. Hier so. Ja. Dann da? Ein Raketenturm, ja. Ja. 160. Okay, dann muss Markus mir gleich noch 5 Punkte spendieren. Er hatte, ist ja Stufe 2. Nee, der ist Stufe 3.
Ja. Bist du? Rechnen. So, die Gatling. Ah, mir fehlen 4 Punkte. Weil ich wieder irgendeine Scheiße über overcharged habe. Die Gatling, ja. Oh Mann. Ach, ist doch immer für einen Scheiß. Dann bauen wir sie halt ab und dann laden sie. Hm? Die Gatling hier, die overcharged wurde. Baust, kriegst du das Overcharge-Kohle nicht zurück. Ja, doch klar. Simon, gehst du auf die auf die Krieger, oder? Ja. Okay. Ich meine, ihr kriegt mal schon zurück hier. Wenn ich die jetzt recycle, dann wären da 424 draus. Ja. Aber so praktisch gesehen ist es jetzt so. Er versucht, die beiden Kampfläufer abzuhalten, du die Krieger. Ich werde mich um meinen eigenen Kampfläufer kümmern und am Ende werden wir alle verrecken. Das ist ein super Plan. Ja. Der Kern ist noch voll, ne? Jo. Schön. Kannst du mal eine Gatling hinbauen? Wohin? Klar. Cool. Hier wieder hin. Hier ist eine schöne Aussage. Moment, ich komme auf den Weg. Da? Mhm. Und dann wieder auf 3. Ja, stopf mal dein restliches Geld rein, dann bleiben mir 4 übrig. Ne, 104. Warum bleiben mir jetzt 104 übrig? Habe ich da 104 reingesteckt? Ja, kann gut sein. Du hast die 2 über dem Strich nicht mitgenommen. Ja, stimmt, hier steht, das ist 320 Standardwert und es waren 424. Eben. Ne, es waren 300, doch es waren 424, ja. Dann habe ich noch 100. Das ist super. Spaß damit. Danke, werde ich haben. Können wir loslegen? Ey, hier oben, da hier die Kanone. Ach, jetzt, und das daneben. Jetzt habe ich schon ausgegeben. Oder so. Oh, gut. Auf dem Mietenturm. Ey, ich bin nicht glücklich. Ihrer Kampfläufer kommt natürlich als erstes, weil ich mit dem nichts anfangen kann. Wo kommen die Flieger? Kann ich hier nicht drüber springen. Ach, egal. Kampfläufer gleich schön. Der hat fast kein Leben mehr, aber der nächste hinter hat volles Leben. Okay. Normalen Läufer haben es alle auf mich abgesehen, irgendwie, weil ich hier in den Weg stehe. Das kümmert ihr euch mal um die Kampfläufer. Ich grad bei, ja. Schöne Musik eigentlich. Hm. So. Dschungelkongos. Wer war das nicht Bongos eigentlich? Alles sind Kongos. Aus Konga und aus Bongo. Da ich jetzt noch hinten drauf. Zeitpunkt. Kein Bock. Okay, hinten sind Schweber und der ganze Kram, vorne ist der Kram. Diesmal ist eure Seite verdammt leicht. Ja, rechts ist nicht krass jetzt. Ja, die Schweber gehen aber auch noch recht schnell. Na, ja. Packen wir mal einen Raketenturm einfach hin. Bin auch nur vorerst. Hm.
Der kann ja jetzt halt wieder weg, der ist nur erstmal vorerst da. Ja. Du brauchst es am ehesten. Eben. Was? Du darfst gerne bei meinen Schwämmen mithelfen, wenn du willst. Ja, werde ich dann wahrscheinlich noch meinem auch. Klar. Hab ich noch Punkte? Oh ja, hab ich, aber jetzt ist auch egal. Natürlich kommen die bei dir zuerst, ich komm. Die Musik ist anders. Geiler finde ich. Epischer. Kann es sein, dass die von Runde zu Runde epischer wird? Möglich. Ach komm, du hast den weg, den du meinst, den so, jetzt geht's hier hinten los. Ja, jetzt geht's los. Oh, was tut er denn gerne? Die Schweber. Ich kann mir gerade nicht mehr drücken von denen dran, weil die sich nicht gedeckt haben, aber ich hab sie. Die sind jetzt beide schnell down, das ist das Problem. Ist Selbstmordbomber. Ja. Ich sag's ganz klar, klar. Ja, ich komm klar. Sehr gut. Die decken sich halt immer gegenseitig. Immer wenn man gerade an einem rankommt, kommt ein anderer Mann weggeschubst. Ja, das ist noch einer der Menschen, die schon hier so lang tot. Nice. Cool. Wow. Okay. Also die wird aber jetzt cool. Und Boss. Anstrengend, so. Was denn für ein Achter schon wieder? Das war bei mir. Ist natürlich jetzt die Frage, bauen wir jetzt lieber oben und unten noch aus, dass wir das einigermaßen in Ruhe lassen können, oder bauen wir rechts noch über? Schwierig. Wir können das in keinem Fall in Ruhe lassen. Ja, einigermaßen. Dass sich eben nur noch einer kümmern muss. Ja. Würde ich fast sagen, dass dann wahrscheinlich Simon und ich auf den Kolossus, nee, das ist gar nicht der Kolossus, das ist der andere Kerl. Trotzdem, dass wir auf den gehen, weil wir eben Insta-Respawn haben. Jo. Du mal schaust, wie du das hier geregelt kriegst. Eben. Gerade sowas? Was überlegst denn du? Ob man nicht von hier oben aus kämpfen sollte? Kannst du von mir aus machen, aber ich komme da nicht mit hoch. Klar, macht doch keinen Sinn. Nichts, eben. Geht's bei dir, Markus? Ja, bist schon fertig. Ich sehe, da hinten ist ein Sprungpad an dem am Baum seitlich dran. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, und dann, let's go! Na, der Boss kommt zuerst. Schieß gut. Ich schreib tot. Der Boss? Nee. Oh, du bist weit geflogen. Jo. Komm.
gibt mir diese Aggression. Fuck, jetzt kommen die oben. Ja, geh auch hoch. Der macht ja eigentlich kein Problem. Der ist easy. Patriarch ist down. Ja, dann können die hochkommen. Oh Weg. Gott. Sehr grauenvoll aus da oben. Ist auch grauenvoll. Sau viele sind nicht. Verwirrung. Jo, nice. Mal unten und oben wird locker. Rechts wird wieder ein bisschen krass. Oh. Ja, erstmal neu aufbauen. Bin gerade dabei, alles in Ordnung. Wollen wir das jetzt vielleicht so machen, dass wir das alles irgendwo rumlenken? Ja, ich glaube mittlerweile hat man genügend Blöcke. Ja, sollten wir zumindest. Aber macht das wirklich besser? Eigentlich schon, ja. Dann laufen sie alle an einer Schadensquelle vorbei. Das ist das Ziel. Klar, das schon. Das war laut. Irgendwie schon. Vielleicht gemacht. Oh. Nein, hab ich nicht. Dann ist wieder mal ausnehmen, komisch. Mal wieder? Hab ich das deinte mal ausnehmen, komisch. Trink jetzt einen Schluck Eis hier, weil ich kann. Ja, ja. Also wir verlangen unser gesamtes Schadensding jetzt auf die neu entstehende Lane, oder wie? Mhm. Gut, das heißt, dann kann ich die ganzen Türme hier abbauen. Oder? Eigentlich schon. So viele Punkte. Willst du die da reinleiten, oder? Ah, ja, okay. Macht's jetzt dann? Ja, danke. Dann so, und dann kann man sie einmal außen rum leiten. Oh, das geht gut. Theoretisch. Ja, dann kannst du aber den hier rausnehmen. Hm, stimmt. Ja, der passt doch wunderbar eigentlich. Ich hab doch gerade einen rausgenommen. Ja, der hat den hier rausgenommen. Okay. Könnte man den hier auch bringen. Punkte für jeden. Yay, ich will eine Gauss. Dann baue ich eine Gauss. Yay. Wo kam gerade das Beautiful her? Weiß ich nicht. Ich glaube fast, das war von Charlotte. Wirklich? Hm? Aber nicht in ihrer eigentlichen komischen Stimme, sondern wirklich, wirklich nett. So. Beautiful. Beautiful. So, was ist los? Was? Das hast du noch nie gesagt. Was ist passiert? Hast du endlich mein wahres Potenzial erkannt? Keine Ahnung. Selbst Hagen erkennt das an. Was? Nein. Perfect. Ach.